Ja, ist ja bestimmt. Ich würde noch nicht zutraten. Glaubst du, dass ich dort nicht alles so? Gut, damit herzlich willkommen zur Pressekonferenz des LASK im Anschluss an den 23. Spieltag der Admiral Bundesliga. Der LASK gastiert hier beim FK Austria Wien. Am Ende heißt es 2:2 am Podium. Begrüßen darf ich unseren Cheftrainer Didi Kübauer. Didi, bitte um dein Statement zum Spiel. Ja, grundsätzlich muss ich sagen, wenn du dann kurz vor Ende des Spiels den Ausgleichstreffer erzielst, sagt man, muss man zufrieden sein. Ich bin aber nicht zufrieden, jetzt nicht mit der Leistung meiner Mannschaft, sondern dass wir 5 Minuten gehabt haben, wo die Austria 2:0 in Führung gegangen ist, und sonst haben wir eigentlich das Spiel die meiste Zeit, die erste Halbzeit sowieso ganz klar überlegen, wo wir wirklich einen sehr, sehr guten Fußball gespielt haben. Kurz nach der Pause waren wir dann nicht mehr so im Spiel drin, aber trotzdem war es immer noch ausreichend, dass da wenig passiert ist bei der Austria. Und dann haben sie zwar 1000 Kullenschüsse, der erste war unglaublich, würde ich sagen. Der zweite war dann so meines Erachtens, den können wir durchaus besser verteidigen. Und dann waren wir wieder am Drucker und haben dann verdientermaßen den Ausgleich erzielt. Und trotzdem ist es schade, dass wir den Sieger den eingefahren sind, weil er war absolut drin gewesen, wenn man die 90 Minuten Revue passieren lässt. Aber trotzdem will ich meiner Mannschaft ein Kompliment aussprechen, weil wenn du 2:0 zurückliegst, ist es nicht einfach, und die Burschen haben trotzdem nicht aufgeben bis zur letzten Minute, und spricht für ihre Mentalität, spricht für ihre Leidenschaft, und das haben sie heute durchaus bewiesen. Danke sehr, damit kommen wir schon zu euren Fragen. Wer möchte beginnen? Bitte einfach um ein Handzeichen, sofern es Fragen gibt. Bis Herr Michael Schütz. Ja, natürlich braucht man Tore, und es waren ja Möglichkeiten da gewesen, dass man die Tore erzielt, würde ich dazu sagen. Aber ich glaube, es wird keinen Spieler auf der Welt geben, der das Tor nicht erzielen will, muss man auch mal sagen. Aber es wäre alles einfacher gewesen, wenn wir in der ersten Halbzeit eben vorgelegt hätten und dann hättest du auch die Tore kriegen können und wärst trotzdem ein Sieg vom Platz gegangen. Aber man muss alles sehen, und da sage ich, hat heute eher das Positive überwogen wie das Negative. Ja. Über den einen Punkt, über den späten Punkt, den man sich sichern konnte, überwiegt, oder die Trauer, die zwei verpassten, ist stärker? Ganz ehrlich, also ich bin heute eher traurig darüber, dass wir den Dreieck von sind, aber die andere Seite, wenn es dann kurz vor Ende des Spiels ist, sagst, musst du es mitnehmen, aber es ist einfach so, dass man die bis auf ein paar Minuten, die wirklich weitaus bessere Mannschaft waren, und das bedeutet aber im Fußball nie, dass man dann als Sieger vom Platz geht. Was kann man aus der Partie heute mitnehmen für den Cup? Ja, ich glaube, im Cup wird es noch intensiver, wobei das heute auch schon intensiver, würde ich sagen. Aber ich denke, Cup wird noch mehr andere Base angelegt, würde ich sagen, weil Sturm bekannt dafür ist, dass sie auch sehr gut gegen den Ball arbeiten. Weitaus besser wie die Austria, weil die Austria das jetzt auch ein bisschen so umgemodelt hat. Aber da haben wir heute eigentlich ohne Probleme eigentlich uns immer ins letzte Drittel spielen können, würde ich sagen. Es war nicht ein Problem, ein großes für uns heute. Sturm ist da sicher noch eine andere Kategorie. Aber jetzt müssen wir mich erst erholen, und dann können wir über Sturm sprechen. Weitere Fragen? Das hast nur du gesehen, ich habe es wirklich nicht gesehen. Ich habe andere Geschichten in der ersten Halbzeit gesehen, die was ihr vielleicht nicht gesehen habt. Wenn man dir das erste Tor spricht, ob möglicherweise vor dem Corner nicht eine Hand war. Aber es endet nichts da, wir kennen es jetzt nicht mehr. Nur man kann nicht mehr reden, was mit Uso war, weil ich glaube, das ist ein fairer Spieler, und ich weiß wirklich nicht, weil ich es nicht gesehen habe. Und das erste Tor habe ich auch gehört, dass es so war, dass man es nicht. Dass wir nicht die Linie ziehen können. Das ist auch lustig. Gut, gibt es noch Fragen? Ansonsten sagen wir vielen Dank fürs Dabeisein, und dann geht es am Donnerstag nach Graz.